Ich habe eine Stunde mit meiner Community eine Challenge gespielt, in der es darum ging, als Erster bei den vorgegebenen Koordinaten zu sein. Wer diese zuerst erreicht, bekommt einen Punkt. Derjenige, der am meisten Punkte sammelt, gewinnt und erhält einen Rang auf dem Server. Lasst für weitere Community Challenges gerne ein Like und ein Abo da und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go, Jungs. Wir fangen an. Das Ganze geht los. Also, ich habe es ja gerade eben schon mal erklärt, falls ich das Pre-Intro genommen habe. Ich hoffe, euch hat das Pre-Intro gefallen. Ja, mal was Neues ausprobiert. So, also, zack. Wir fahren jetzt hier erstmal ein bisschen Holz. Hätte ich gesagt. Holz ist, glaube ich, immer ganz nice. Damit haben wir ein bisschen Spielraum mit dem ganzen Zeug. Weil, also, das Ding ist, wir brauchen halt Blöcke. Ich weiß nicht, wie die Koordinaten aussehen. By the way, über der Hotbar von mir, ja, sieht man gerade meine Koordinaten. Man sieht die Schutzzeit. Sobald das ganze Ding over ist, wird man oben in der Bossbar, also wenn jedem Spieler hier in der Runde gerade dann die ganzen Koordinaten angezeigt. Wer dann als allererstes bei den Koordinaten ist, habe ich ja gerade schon erklärt, kriegt dann den Punkt. So, hier ist direkt Lava. Das Ding ist, Steine wären vielleicht auch nicht unbedingt schlecht, weil mit Steinen kann man nämlich was ganz, ganz Cooles machen. Das Ganze war nämlich dafür gut, weil jetzt kann ich nämlich sagen, ich mache hier raus ein paar Slabs, machen aus dem Cobblestone noch Slabs und dann kannst du die so übereinander placen, also so, so und dann sparst du dir auf jeden Fall einiges an Blöcken. Und wir bekommen jetzt, genau jetzt, die ersten Koordinaten. 310 und 206. Da müssen wir auf jeden Fall definitiv in diese Richtung hier. Okay, dann mal Abfahrt und dann traveln wir mal zu den ersten Chords. Natürlich muss ich auch gucken, dass ich mich vielleicht gleich mal ein bisschen um Essen kümmere und dann geht's ab. Mal gucken, vielleicht können wir das noch looten. Da ist vielleicht noch ein bisschen Essen drin. Oh, okay. Die Kiste wurde schon gelootet. GG's. Warte mal, wenn die Kiste schon gelootet ist, ist maybe sogar schon jemand in die Richtung unterwegs. Das wäre natürlich nicht so geil. Okay, 310, 206. Boah, ich hoffe, es ist hier noch keiner. 209, 208, 207, 206. Hä, Bro, schlägt mich einfach. Ich will halt jetzt nicht auch der Erste sein, der da was hinsetzt. Ich muss halt auf Höhe 241. Das ist halt quatschig eigentlich. Bro hat mich gedribbelt, das ist krass. Ja, das Ding ist für den Arsch, er hat mich gedribbelt. Er hat mich wirklich gedribbelt einfach. Heißt, in der Zeit, während die sich da jetzt drum kämpfen, um den ersten Punkt, ich meine, Punkte kann man immer noch machen, wenn man genug Zeit, mache ich jetzt eben einmal ganz kurz den smarten Hasen und mache mir was zu essen. Zack, dann lasse ich das auch noch durchbraten. Okay, wer hat den ersten Punkt? Honey hat den, okay. Ich meine, die werden sich da wahrscheinlich jetzt drum fetzen, aber ist okay. Guck mal, da schwimmt doch irgendwer schon. Aber warum schwimmen die? Ah, ich check, wieso die schwimmen. 191... 36 und dann muss ich auf 41. Hier. Ah, auf 38. Oh mein Gott, ich habe gedacht in die Höhe, Bro. 279, Venus 439. Bro, durch Dschungel traveln. Och, nee. Okay, der stackt sich schon hoch, ja. Das ist blödi. Aber ich mache jetzt den Smart Boss. Bleibt noch ein bisschen unten. Für die Brees mit 230. Heißt in die Richtung. Wait, nein. Bro, wer ist denn da schon? Zwei sogar. Obwohl? Doch. Wieso sind hier schon so viele, ja? Die betteln sich richtig drum. Aber wie cool, hä? Das ist krass. Er setzt sich aber mit ins Boot. Okay, wait. Wir ziehen hier richtig durch. Come on. Zack, zack, hier ausgestiegen. Krass. Jetzt darf ich halt nur nicht reinscheißen. Ja, komm, ich habe ihn weg. Nein, wer ist das? Wer ist das? Wieso ist er denn schon wieder vor mir? Wo kommt Chaos GAG auf einmal her? Das ist ja geisteskrank. Wenn ich jetzt gleich wieder ankomme, ne? Und einer ist vor mir, dann mache ich irgendwas falsch. Also dann ist irgendwas gewaltig falsch gelaufen. Nein. Was ist denn das? Ich könnte heulen, Mann. Dann hole ich einfach nochmal ganz kurz Eisen. Hier noch irgendwas? Hier ist halt nur Wasser, ne? Das sieht auch nicht nach Eisen aus. Bro, also, ich werde, glaube ich, getrollt, ne? Eisen? Jungs, ich werde getrollt. Bro, ich gehe in zig Caves, aber finde kein Eisen. Da ist Iron. Oh mein Gott, endlich. 10 Jahre später. Und dann sind es nur, ne, 3 Eisen. Oh Gott. Eine Erleichterung. Wir haben jetzt noch 30 Minuten Zeit. So, ein Punkt wäre schon cool. So, weiter. Mal lochen. Ha? Dorf, bitte nimm mich auf, Zivilisation. Oh. Ich glaube, die sind am Malochen da oben. Fabian ist straight up hinter mir. 139, 527. 500 Blöcke zu traveln. Das ist respektlos, Fabian. Zack, 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 zack. Wo ist er? Da. Oh mein Gott, Fabian ist stuck gewesen. Nur noch 200 Blöcke. Come on. Fabian ist gone. 39. Ha?
Bro, ich werde doch getrollt. Das ist harter Troll. 175 ist das. Oh mein Gott, Chat, ich glaube, das wird erster Punkt. Nein. Oh mein Gott! Die sind alle zusammen in dem Loch. Oh mein Gott, das Skelett mit drin. Wer hat die bekommen? Cypher hat die Koordinaten erreicht. Wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen irgendwie. Boah, das ist ein respektloses Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt. Ich grief richtig rein, ja. Ich habe keine Blöcke. Einmal wäre ich so weit gewesen. Jetzt habe ich keine Blöcke mehr. Ich habe keinen Punkt. Ich bin ziemlich enttäuscht. Das heißt, ich kann zu den Courts rennen. Problem ist nur, ich habe halt keine Blöcke mehr. Was soll ich denn machen? Es geht nicht. Ich kann nicht. Falsche Richtung, ich weiß. Ich suche aber trotzdem noch nach Eisen. Weil die bauen jetzt mit Blättern und Blätter sind waterlogged. Heißt, ich kann da nicht mal mit dem Wassereimer hoch. Ansonsten wäre eigentlich mal ganz gut, wenn ich das mal machen jetzt, ja. Bro, 3 Minuten. Jetzt hätte ich sogar noch Stuff, um noch ein Loch zu machen. Neue Courts. Digga, das schaffe ich nicht mehr in 1:30. Das wäre der erste Punkt. Ey, das ist mein Ehrenpunkt. Den müssen wir mir geben. Egal, ob ich den jetzt hole oder nicht. Das ist der Ehrenpunkt. Nein, nein. Wer ist das? Hallihallo, na? Komm. Zieh, Junge. Zieh. 8 Sekunden. Digga, nein. Das ist der Ehrenpunkt, Jungs. Das ist er. Ich bin auf Höhe 20. Das wäre der Punkt gewesen, Jungs. Wer hat jetzt gewonnen? Fabian und Pizzolino ja eigentlich Gleichstand. Entweder mal vorne one oder wie Tim gerade sagt, beide 15 Tage. Wie wollt ihr es machen, Jungs? Wollt ihr PvP oder wollt ihr splitten? So, Fabian und Pizzolino fighten jetzt nochmal ein Endfight. Wir haben zwar jetzt ausgemacht, dass der Gewinn gesplittet wird, aber die Jungs fighten jetzt nochmal, um zu schauen, wer denn überhaupt generell gewonnen hätte. So, bis jetzt sieht es ziemlich gut für Fabian aus. Pizzolino geht ab ins Wasser, sehr stark eigentlich. Lass mal ein bisschen durchziehen, schön gappen. Das Ding ist, er hat jetzt schon gut Hits bekommen. Oh, jetzt kassiert Fabian ganz gut. Oh, Fabian verbrennt an der Lava. GG's Pizzolino. Ja, wie gesagt, ihr kriegt den Gewinn eh gesplittet, ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat und ihr gerne mehr von dem Ganzen wollt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Tschö mit Ö.